Was geht ab, Leute? Euer Honor wieder am Start. Und wo bin ich? Ich bin nicht in Köln, sondern die alten Videocrasher. Ich bin in Düsseldorf am Japan-Tag oder im Japan-Tag, wie man es auch sagt. Checkt das mal ab. Es ist rappelvoll. Was haben wir uns heute überlegt? Ich habe mir überlegt, erstmal stelle ich so die typischen Anime-Fragen, aber nicht so viel, weil ich weiß ganz genau, die meisten gucken von euch keine Anime, leider. Kann ich jedem empfehlen. Aber ich stelle dir auf jeden Fall ein paar lustige Fragen. Ich weiß selber noch nicht was, alles Freestyle. Checkt das Ganze ab, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ihr kennt die typische Leier, einfach abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, like. Ich würde sagen, wir halten das Intro kurz, gönnt euch das Video. So Leute, wir haben jetzt Kakashi-Abi am Start. Stell dich mal vor. Ja, Kakashi-sama, wie alle wissen, ne? Von Naruto. Hoffentlich. Kopier-Ninja. Mit Mangekyo? Nein, ohne. Normale Sharingan. Okay. Mein besten Freund habe ich noch nicht getötet. Obito, ne? Ja. Erzähl mal, wie heißt du den echten Namen? Edgar heißt ich. Habe auch einen YouTube-Kanal, ja. Aegis Fantasy, falls ihr Bock habt, Kochsachen und sowas. Checkt ab. Ne? Boah, kochen feier ich, ja. Ja? Kochen feier ich, so Ramen und sowas, ne? Ramen habe ich auch mal aus Naruto und sowas. Geil, geil. Mega. So, du hast mir direkt ins Auge gestochen. Erstmal, ja, weil du relativ groß bist. Wie groß bist du? 1,90. 1,90, ja. So. Plus, Alter, dein Kostüm, zeig das mal. Feier ich, ja. Guck mal, die meisten kennen sich mit Anime nicht so aus, aber ja, Kakashi sollen die meisten kennen. Auf jeden Fall, das ist ja schön Mainstream, ne? So sieht's ja aus. Typische Frage, das denken ja alle Leute sich. Was ist dein Lieblingsanime? Erstmal das, was ist dein Lieblingsanime? Death Note. Death Note, okay, Death Note, ist geil, ja, kann ich jedem empfehlen. Ja. Mit Light und so. Ja. Aber die zweite berühmte Frage, ja, das fragt sich auch jeder. Wie ist deine Beziehung zu Hentai? Deine Freundin ist weg, die ist weg. Die ist da hinten schon. Jetzt unter uns. Gute Frage, unter uns? Ja, unter uns, unter uns, was das halt alle sehen, ne? Ach. Früher mal gegönnt, ne? Aber. Früher mal gegönnt, ne? Also, yeah. Wie jeder. Die Reihe und Tsunade, ne? Ja, 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 ja. Ich weiß Bescheid, ne? Läuft sicher? Ja, läuft ganz sicher. Läuft gut hier, ne? Super. Ja, voll. Lass mal, sind das deine echten Augen? Ehrlich. Na, ja, voll echt. Nein, gibt doch welche. Sehr echt Cash oder wie der heißt. Reingetan. Okay, nice. Ja. Wie heißt du erstmal? Anita ist mein Name. Anita? Anita, ja. Wie alt? Was? Wie alt? 21 bin ich. Aus? Köln. Nicht verstecken, du bist auch noch dran. So, du? Michelle. Auch aus Köln? Ja, genau, richtig. Ich bin Hanna und ich komme aus Düsseldorf, aber ich wohne in Köln. Sehr wichtig. So, was macht ihr? Erzählt mal. Chillen. Chillen. Bisschen präsentieren, Outfit bisschen und so. Bisschen präsentieren und ja, so. Ja, ja, du? Bumsen. Bumsen, ne? Ja, mit wem denn? Gucken wir mal. Gucken, ne? Ja. Auf der Suche. Ja, ein bisschen gucken. Aber mal so, wenn wir schon dabei sind, sucht ihr einen so im Cosplay-Anzug oder so normalos? Boah, Hauptsache asiatisch. Hauptsache asiatisch? Ja, asiatisch. Doch asiatisch? Reich. Leb. Achso. Aber du, ne? Ja, halb. Was sagst du zu dem Thema? Du bist auch auf der Suche oder ja? Nö, nö. Ich bin zufrieden mit dem, was ich hab. Ach, bist vergeben? Ja, nein, nicht richtig, aber keine Ahnung. Ach so, man hat schon was immer so im Petto, ne? Also ich habe einfach jetzt nicht so, ich bin nicht so auf der Suche nach irgendwas. So. Okay, ich gebe mich dem zufrieden, was ich habe. Okay. Also ich bin versorgt, sagen wir so. Kurzer Zwischenstand, ich muss auf jeden Fall richtig fett pissen. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, ich mache hier auf jeden Fall zwei Videos. Deswegen, das nächste Video kommt entweder Donnerstag oder Sonntag online. Check das ganze Video ab. 3 mm. Entweder unten. So Freunde, ihr habt gesehen, der Oni musste kurz Dampf ablassen hier mit super Location am See in der freien Natur. Dann habe ich ihn hier entdeckt. Ja, genau. Hab mich kurz beim Pissen gestört, ja, aber nicht schlimm. Wie heißt du, Brudi? Ich heiße Gorin. Gorin. Und ich bin sehr geil. Geil. Und ich bin echt erstaunt von dem riesigen. Was du da gesehen hast, ne? Was ich da gesehen habe. Das waren der ein oder andere Schlangen-Cosplay. Ey, geiler Typ hier. Woher bist du? Wie alt? Ich bin aus Bielefeld. Ich bin 21 Jahre alt. Ihr seht auch schon direkt, der hat My Hero Academia T-Shirt an. Genau. Super Anime, also ist jetzt neu, ne? New Gen. Ja, genau. New Generation. Genau. Ja. Und schaut euch das an: eine Raichu-Karte von welchem Jahr? 2000? 2016 Evolution. XI auf jeden Fall, ja. Ich weiß zwar nichts, aber ich kenne die nur von Logan Paul. Was ist die wert? Ah, Fuffi nur. Fuffi. Ich hab auch so Charizard, ne? Also mega Charizard. Aber ich hatte Angst, ich dachte, es regnet und ich hatte Angst, dass da irgendwie Regen reinkommt. Sag mir ehrlich, so. Bruder, wenn du jetzt ja sagst, bist du mein bester Freund. Hast du Glurak von 1999? Nein. Niemals. Ah, vielleicht gefälscht. Wie viel ist die wert? 500.000, glaube ich, ne, jetzt? Bruder, ich kann sein. Ich glaube sogar 150.000 nur. 200.000, aber krass, ne? Ich habe das so damals verfolgt bei Mois und Logan Paul. Die war ja schon viel wert, so bestimmte Karten. Ich weiß, die haben da auch so eine Stufe, so wie PSA, genau, genau, PSA und so. Genau, genau, genau. Ich würde auf jeden Fall meinen Arsch verkaufen für die ein oder andere Charizard auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. So, wir haben jetzt eine Gruppe hier am Start. Was macht ihr heute? Junggesellenabschied. Wer ist denn die Arme? Ich. Die Arme, die Glückliche. Die Glückliche. Die Glückliche. Ja. Sagst du, freust du dich schon auf die Ja, Hochzeit? Voll. Wer ist der Mann? Wenn man fragen darf. Wer der ist der Peter. Glückliche? Der Peter. Mein Mann, also. Der Peter mit einem Meter, ne? Ja.
Auf was für Landsmänner stehst du? Also eher Deutsch oder? Das kann man ja so nicht sagen. Also er ist ein Deutscher. Nein, doch. Ja? Ja. Aber was präferierst du denn? Also was denn Beuteschema? Eher Südländer oder eher so europäisch? Das ist gemein. Nein, das ist nur eine allgemeine Frage. Nein, die Liebe fällt dahin, wo es... Ist eine oberflächliche Frage, aber ihr habt gut geantwortet. Gibt's nicht, ne? Also mein Mann ist ein Deutscher, aber das ist... Ist egal, ne? Wo die Liebe genau. hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Also, du musst dir vorstellen, darfst du stutzen erstmal? Du darfst mich stutzen. Okay, so jetzt bei den Jüngeren, also die sagen dann direkt zum Beispiel... Was heißt denn? Spanien. Bei den Jüngeren? Unter 18. Du bist ja bestimmt 20 oder so, ne? 19. Ja, seht ihr? Deswegen, also du verstehst, was ich meine, so in meiner Generation. Ja. Die sagen dann direkt Italiener, Spanier, Türke, so, weißt du, die haben direkt so ein Beuteschema. Aber ihr sagt einfach, wo die Liebe hinfällt, ne? Ja. Richtig und wichtig. Der Charakter zählt. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig, ne? Richtig und wichtig. Du warst nicht der Einzige. Ihr merkt, Leute sind hier sehr wild drauf. Auf jeden Fall. Geiles Event hier auf jeden Fall. Kann ich jedem empfehlen, ja. Selbst wenn man nicht Anime guckt, trotzdem das Essen und so, die Kultur. Essen, diese ganzen Samurai stand da eben, mega geil. Kann ich echt nur empfehlen, Hammer. Sehr gut. Die letzte intime Frage, Brudi. Ja. Machst du auch mehr mit dem Kostüm als nur rumspazieren? Ich glaube, so, das bleibt unter uns, aber ich glaube, das passiert dann. Das passiert dann. So, ihr wisst Bescheid. Kakashi-sama. Wie heißt du mal auf YouTube? Aegis Fantasy Kitchen. Aegis Fantasy Kitchen. Aegis Fantasy Kitchen, auf jeden Fall. Und mega geile Gerichte alles, ne? Was ihr nur wollt, ne? Geil. Kannst du auch was kochen für mich so, privat? Auf jeden Fall, immer. Okay, wisst ihr Bescheid. Bald bei Kakashi habe ich zu Hause. Ich hoffe aber ohne Rollenspiele. Ohne Rollenspiele. Okay, checkt ihn ab. Wenn dann nur Jutsu des Arschbohrers. Arschbohrers, ne? Oh, ich muss raus, das war's. Habt ihr einen zufälligen Stift? Nein, Bruder. Nur in der Hose. Aber den kann ich jetzt nicht rausholen. Kann ich dir mal kurz mein Ding zeigen? Boah! Nicht mal Aldi Girl Netto Boy heute, ne? Ja, normal. Hast du TikTok? Nein. Komm noch, mach mal. Nein, mach ich nicht. Vielleicht hörst du auch Fan, wie das Aldi Girl. Mach's einfach bei Netto und so. Abkassiere. Nein, wirklich, kann ich nicht machen. Warum? Ich werd geschlagen. Von wem? Ich bin dein Rücken heute. Wer will dich schauen? Der hier. Der hier? Ja. Hallo. Komm mal kurz mit. Wohin? Ja, komm mal mit. Okay. Mohammed, komm her, ich bin Libanese, reicht schon. Seid ihr zum ersten Mal hier? Nee, ich war schon vor ein paar Jahren hier gewesen, aber ich habe mich zum ersten Mal so richtig verkleidet und jetzt hier so ein bisschen... Wie findest du es heute? Nice. Ich habe ein paar Leute nach Fotos gefragt, das fand ich nice. Okay. Und sonst sind mega nice Leute hier, also okay, das fand ich richtig gut. Wer stellst du euch da? Gar nichts. Ich bin kein Anime-Charakter oder so, ich bin einfach nur ich verkleidet ein bisschen so. Ja, sieht aber nice aus. Ja, dankeschön. Und du? Wer bist du heute? Ich will eigentlich nur was essen, wenn ich ehrlich bin. Hochnäsige Zicker. Schnauzer. Okay, die hat Hunger. Ja. Wir lassen die Frau in Ruhe, nachher wird die zur Raubkatze. Aber eine Frage. Hentai ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Okay, wisst ihr Bescheid? Wie heißt ihr auf Instagram? Das ist komplizierter Name. Sag einfach. Certified Gambler. 87. Was? Was hast du gesagt? Certified, sag ich ja, ist kompliziert. Guter Ständer. Du? Icy Khaleesi. Hanna.neu, ist ich nicht so spannend. Ich trinke uns noch Pornos. Okay. Checkt sie ab, wisst ihr Bescheid. Haut rein, ne? Okay, tschüss. Ciao. Wie findest du Weiber hier? In Kostümen und zusammen, ehrlich, ist das was für dich? Bruder, ich hab eine Freundin, Bruder, ich kann dazu auf jeden Fall nichts sagen. Aber nein, Bruder. Nur einfach so von deiner objektiven Sicht, weißt du so? Alles klar, Mann! Ja, kann man machen auf jeden Fall, ist auf jeden Fall für jeden was da, ne? Ja. So, ja. Auf jeden Fall, meine Jungs sind auch alle richtig am Geiern und so, ne? Film die mal. Die sind auf jeden Fall alle am Geiern, alle richtig horny, die reden die ganze Zeit, die laufen die ganze Zeit alle mit dem dritten Bein rum, also. Seid ihnen gegönnt? Ja. Aber würdest du das feiern mit deiner Freundin, so Cosplay bisschen so? Auf jeden Fall, so, ne, so Rollenspiel, warum nicht, Bruder? Ja. Deine Freundin, du weißt Bescheid, wenn du ihn überraschen willst zum Geburtstag. Ja, genau, vielleicht irgendwann nach 10, 20 Jahren, aber sie mag kein Anime mal sehen. Oh, Minus, ja. Minus. Ja. Meine Freundin muss Anime gucken, Bruder. Ja, das habe ich auch mal gedacht, aber Bruder, die haben alle irgendwie ein bisschen Knacks. Du musst dir nur einen guten Anime vorschlagen, so als erstes. Weißt du, was ich meine? So ein Anfangs-Anime. Der darf nicht zu lang sein und nicht zu kurz. Und dann wird das die catchen. Yeah. Also so war das bei den meisten. Hast auch recht. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Vielleicht Boku no Pico. Boku no Pico, ne? Ja. Alter Porno-Anime, ne? Ja, genau. Aha, jetzt sind wir beim geilen Thema. Hentai, wie stehst du dazu? Hentai auf jeden Fall. 2D-Frauen auf jeden Fall deutlich besser als 3D-Frauen, ne? Ja. Yeah. Besser also, als nicht, ne? Auf jeden Fall. Also. Geil. Also den einen oder anderen Hentai muss man auf jeden Fall gesehen haben. Lassen wir so stehen, geiler Typ. Also ich feiere deine Art, deine offene Art. Feier ich mies. Wie heißt du bei Instagram? Instagram, Kizzy's Busy. Sehr geil, check den ab. Ist das okay, dass wir das auf YouTube veröffentlichen? Ja, kein Problem. Für deinen Kollegen auch? Ja, auf jeden Fall. Charakter oder Aussehen? Charakter. Sicher?
Voll. Geld oder Charakter? Charakter. Konnten Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Lass uns mal kurz überlegen. Ja, weil das überhaupt zur Frage steht. Ich mache heute schamlose Fragen. Nee, heißt also das Video. Voll Charakter. Voll Charakter. Voll. Was sagen die Freundinnen? Schamlosen Fragen. Charakter. Die kommen hinter der Kamera. Charakter. Okay. Charakter. Guck mal, ihr habt einen Kollegen mitgenommen. Was ist das hier? Zensieren? Gleicher Pimmel für immer. Reicht der auch für immer? Gleicher Pimmel ja. Für sicher? Immer. Ja. Okay, okay, okay. Also bei mir. Bei dir ja, ne? Ja. Was sagt ihr? Genau das Satz? Natürlich, ja stimmt. Scheiße, treu bleiben, klar. Immer treu bleiben, ne? Okay, no homo, was ich hier mache, aber da würde ich sagen, danke für die Antworten. Wollt ihr noch irgendwas sagen, die Leute grüßen oder so? Gleich auf Himmel für immer. Das war's hier aber wirklich komplett. Okay, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ihr hört es mir an, meine Stimme ist komplett weg. Warum? Die kostet ein Getränk wie viel? 4 Euro. Das Geld haben wir noch nicht, deswegen Leute, abonnieren, Glocke aktivieren, liken, kommentieren. Da kann ich mir und dem lieben Nils was zu trinken holen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Sonntag um 13 oder 18 Uhr. Ihr wisst Bescheid, Gang, Gang. Und dann würde ich sagen, haut rein. Was willst du noch sagen? Der Klassiker. Genau.